Hey Leute, ja, Support hier, diesmal als Sona. Ein Support, der leider Gottes eigentlich nur noch so selten gepickt wird, aber nichtsdestotrotz sehr mächtig ist. Das Tolle ist auf jeden Fall mein Passiv, mit welchem ich nach jedem dritten Spell quasi ein kleines Extra bekomme. Ich kann ja beispielsweise und natürlich hier meine Auren. Meine Auren sind einfach super genial. Hier mit der aktuell aktiven Aura mit dem Q gebe ich den Mates in meinem Team hier AP und AD. 4 auf Level 1 ist nicht besonders viel, aber steigert sich dann mit der Zeit. Leider ein fester Betrag, nicht irgendwie auf AP oder so skaliert. Also, wir haben hier auf jeden Fall Amumu im Jungle. Die Gegner ein Wukong, was auf ja, Level 6 eine Wukong-Ulti vermutlich auf der Botlane bedeutet. Und natürlich auch fiese Ganks, da er sich mit seinem W-Spell vorübergehend unsichtbar machen kann. Und Pink Wards ja nicht mehr so toll sind wie Season 3. Mitte haben wir eine Akali, die Gegner einen Kassadin. Zusätzlich haben wir hier Set auf der Top Lane. So. Ja, ich supporte hier die Caitlyn auf der Botlane. Dummerweise treffen wir dort auf Leona und Sivir. Ja, weiß nicht, warum man Caitlyn gegen Sivir pickt. Ist meiner Meinung nach kein guter Pick. So, das war gerade das Passiv nach dem E von meinem Q, mit dem ich eben ja beim nächsten normalen Angriff zusätzlich magischen Schaden verursacht. Und gar nicht so wenig. Caitlyn hat ein ähnliches Passiv. Das Blöde ist an meinem Q, ja, dass er eben die nächstgelegenen zwei Gegner treffen wird. Champions werden dabei bevorzugt. Mein Passiv ist auch schon wieder ab. Schade. Mit dem Flash hätte es vielleicht gelangt. Ah, okay. Hier ist ein Ward drin. Nice one. Ich max jetzt mal meinen Q zuerst, damit wir schön offensiv hier spielen können. Und schön viel, ja, Damage auch machen. Sorry. Hab die gerade Lasted verkackt. So. Nichtsdestotrotz wollen wir hier gleich mal den Tribusch. Ah, da war ich zu deep drin. Hier kommt Wukong scheinbar gleich auf die Botlane. Darum sollten wir ein bisschen defensiver gehen. Good job. Sivir hat scheinbar ihren E noch nicht geskillt. No! Oh mein Gott, ohne ich Flash so dumm rein. Das war jedenfalls fetter Fail von uns beiden. Zu overextended. Ja, ich dachte eigentlich auch, sie hatte
keine Barrier mehr und würde dementsprechend schnell sterben. Shit happens. So schnell kann es gehen. Und sie bekommt, hat glaube ich sogar ein Double hier bekommen. Nein, Leona hat einen Kill davon bekommen. Oh shit, jetzt habe ich gerade mein Bier voll auf mein Handy gebatscht. Ich level jetzt einmal mein E, damit wir hier auch ein bisschen Movement bekommen. Ahaha, what no what, sehe ich gerade. Aber fehlt momentan. So, wir legen hier ein Wort beim Drachen. Good job hier, Mitte. Good job. Hoppala. Ich denke mal, vom Farm läuft es ganz gut für uns hier auf der Botlane. Wobei, ja, ziemlich ausgeglichen. Okay, da hat sie ihr Mana-Schild benutzt. Ja, okay, hier ist ein Ward drin. Dann sehen wir daran, dass wir eben ja automatisch einen Creep angegriffen haben. Okay, da gehen wir ein bisschen weg. Wollen wir nicht abbekommen hier. Unnötigen Hits, die man. Ja, den man eben. Die man eben, ja, vermeiden kann. Meine Güte, was ist heute nur los? Wie gesagt, wir wollen ein bisschen Aggro spielen und maxen darum unseren Q zuerst. Dadurch bekomme ich mehr AP. Mach mehr Damage hier mit meinem Q-Spell. Und mein AD-Carry bekommt mehr AD. Also, wir bekommen gerade von unserem Jungler Besuch. Schön. Ah, da ist Wukong. Holy shit. One. Okay, habe ich mir noch hier einen Red Buff ergattert durch seinen etwas zu offensiven Dive. Aua, aua, aua. Komm, geh back, ich kann dich nicht die ganze Zeit heilen. Ich würde auch gern weggehen, aber. Versuche hier den Damage von unserem Tower bisschen wegzuholen. Wow, das war nix. Hätte er gewartet, bis ich ebenfalls meine Ulti hätte, wäre das so ein genialer Teamfight gewesen. So, wir verkaufen mal diesen Ward, da wir uns hier Sport-Item kaufen. Das brauchen wir dann auch nicht mehr, da wir eben lieber uns die Lens holen. Pass auf, Kate. Mit meinem E-Spell, ja, bekomme ich ein Movement. Oh, da ist die Ulti raus. Keine Ahnung warum. So, bevor wir hier gedived werden. Wow. Machen wir hier lieber mal. Kann gut sein, dass sie hier den Drachen machen. Oder gemacht haben. Ich gehe mal kurz gucken. Nein. Drache noch ab. Super. Holy shit. Nice one.
Fett Akali im Team. Was will man mehr? Sorry, das wollte ich machen. Scheiße, hab ich gar nicht. Ah, nee, hab ich nicht. Ich dachte, ich hätte gerade ein Wort beim Drachen gelegt. Okay, leider ist mein Red Buff auch wieder weg. Wo sind denn die Gegner? Da kommen sie. Civil im Anmarsch. Ulti dürfte mittlerweile wieder ab sein. No! Really? Wie schnell ist denn der weggegangen, bitte? Pull macht schon gut Damage. Okay, Kassra geht wieder hier Richtung Mitte. Na. Hätten wir vermutlich eh nicht gekillt, da sie so schon ziemlich tanky ist. Oh oh. Okay, Flash out. Er kann sie auch meinen Q dodgen. Welche allerdings ja nicht ganz so viel Schaden macht, wie vielleicht manch andere Spell. Gott, ich habe schon gar keine Wards mehr ab. Meine Güte. Da war sie so schnell down. Da konnte ich nicht mal was machen. Komm schon, Käse, meine Güte. Du Schisse. Ja, Leona macht schon ziemlich viel Schaden. Allein mit ihrem W-Spell. Zusätzlich ja mit ihrem Passiv sollte man nicht unterschätzen. Wir gönnen uns mal einen Pinken an Bord. Weil der Drache ja immer noch ab ist. Unser Jungler wird vermutlich jetzt einen Blue-Buff machen. Für den Midlaner, vielleicht auch für sich selbst. Okay, Ulti raus. Oh, werd nicht zu greedy. Ult, Ult. Jawoll. Nice one. Ah, shit. Schade, ich wollte ihr ein bisschen entgegenkommen. Vielleicht hätte ich sie mit dem W hier noch safen können. Naja. So, Drache nicht gewordet. Der gegnerische Jungle ist momentan tot. Okay, da gehen wir auf jeden Fall nicht lang. Wir gehen hier diesen Weg, ja, wo wir natürlich XP verlieren, beziehungsweise XP missen. Aber dafür den Gegner einfach keinen Kill geben. Okay, Mitte fehlt Botlane fehlt momentan. Drache ist ab. Aua. No! Ja.
Na, oh Gott, too greedy. Mein Fehler. Da hätte ich nicht nochmal reingehen sollen, das war Bullshit von mir. Ja, meine Ulti war immer noch auf Cooldown. Dummerweise hat die Ulti einen ziemlich langen Cooldown. Und dummerweise meint mein AD-Carry die ganze Zeit, wenn er stirbt, warum ich das und das und das nicht gemacht habe. Naja. Komm, mach den Tower, was ist los? Gib den anderen Lanes auch ein bisschen Cash ab. Lol. Puh. Killing Spree. However. Meine Güte, Kate. War knapp. Habe ich gepennt? Habe ich hier woanders hingeguckt? Ja. Benutzt du dein Mana-Schild? Hier kommt der Damage. So, hier kommt Momo. Ich habe mein E-Spell ready. Sona hat, CV hat keine Ulti mehr. Okay, das ist Kassadin. Und Wukong. Blöder Dive. Beziehungsweise blöd, dass wir nicht einfach zurückgegangen sind. Wie es eigentlich, ja, wollte. Holy shit. Free Drake. Ups. Greedy. Ah ja, jetzt werde ich geflamed. So, Track 24 circa. Wir müssen jetzt leise sein. Dürfen hier das gegnerische Team nicht das Team nicht flamen. Sonst gibt's Hate. Wir wollen hier keinen Hate. Sonst, ja. Flaming bedeutet eigentlich immer, man wird das Spiel verlieren. Das hilft dem Team auf keinen Fall. Sie hat mittlerweile schon 5 Kills. Ein Double Buff, hau ab. Können wir gerade, ja, nicht besonders viel ausrichten hier. Komm, wir machen hier. Good Job, immerhin. Ah, scheiß Husten. Blubber ist hier ab.
Holy shit. Sehr viel Damage. Lass das lieber. Ja. War klar. Aber auf Pings reagiert hier keiner. Pass auf, da ist noch Kassa. Yay. 3-4. Okay, dann eben nicht. 16-16. Ein Tower für die Gegner, ein Tower für uns. Holy shit. Ah shit, die haben hier echt Cho'Gath, während wir hier ein Set auf der Top-Lane haben. Komm, AD, Kirby. Oh. Kriegst ein bisschen Gold. Hast du auf jeden Fall nötig. Holy shit, man, die ist instant einfach down. Meine Güte. Gar nicht gut für uns. Ganz und gar nicht gut. 8 Kills. Das wird schon einen krassen Lifesteal. Ja, da kommt sie nicht rechtzeitig hin. One man. About one man. Track. Zum 24 ungefähr. Oh. Er hat schon Aegis. Sie meint CV. Ich finde zwar dieses Item hier besser. Das ist dieses blöde Orbs-Ding. Level. Naja. Werde ich echt hier voll geflamed. Wie immer. Ist doch zum Kotzen. Ich bin doch nur ein armer Support. Boah, fuck. Holy shit, wie oft hat denn die ihr Scheiß? Guckt euch das an, wie oft die ihre scheiß Ulti hat. Nein, holy. Naja, worth it. Break in 30 sec. Macht den Drachen. Ah, 3 Top. Attacke. Nice. 3 Kills. Für mein Team. Ah, oh, fuck, jetzt habe ich nicht mal den Last Hit bekommen.
So, wir kaufen uns hier Solari Drache um 30, 37. Holy. Ganz schön aggro hier, unser Akali. Nice one. Flash out. Lass mal hier Botlane ein bisschen pushen. Wir brauchen auf jeden Fall Tower. Ja, hab ich bereits gesagt. Komm, mach den Tower. Um, ja, quasi ein bisschen extra Cash hier zu bekommen. Job. Oh, der hat sich echt hier den Scheiß gekauft. Oh. Komm weg, weg, weg. Kate, Kate. One. Just one, please. Na, ich laufe genau rein. Mitte fällt. Da wäre ich ja so oder so nicht mehr weggekommen. Zu aggro hier unser Team. Meiner Meinung nach. Echt jetzt? Viel zu untanky. Meine Güte, killt die Scheiße wir. Sorry, kein Heal mehr ab. Alle Gegner bis auf Kassadin down. Komm, hau ab. Ja, mittlerweile ist schon unser erster Inhib down. Zeit auf jeden Fall mal hier Nashor zu warden. Wir haben kein. Irgendwie ist Wukong ja ziemlich squishy, da die Gegner doch ziemlichen Schaden verursachen. Okay, Drache in 30 Sekunden. Einen hatten die Gegner bereits, einen hatten wir. Die Gegner, ja, werden den sich jetzt auch wieder vermutlich holen wollen. Leider haben wir ja sehr schlechte Vision momentan. Wow. Oh mein Gott, konnte ich nicht mal mehr die Ulti raushauen.
Schön, dass Leona getötet wurde. Meine Güte. Kate Ult. Na. Naha, echt krass. Komm, nimm den Drachen. Couldn't. Es war ununterbrochen unter CC. Okay, Kassa wieder am Start. Also bereits alle drei Wards. Oh, benutze noch nicht dein Smite. Meine Güte. Ohne Scheiß, Akali. Werden hier die... LOL, warum holt er das Angel? Okay, nur so früh. Das bedeutet ja... Instant hier... Oh mein Gott. Nice! Well. Dann so. Den Nexus haben wir da echt noch gedefft. Okay, die Ult ist raus. Ja, Kassa legt wieder. Ja, on the way. Meine Güte. Klärt mal einer top, bitte. Ich hasse es, wenn mir jemand hier mal sagt, was ich machen soll. Als Support ist es echt stressig, weil man immer eigentlich der Depp ist. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt so gut ist, dass ich hier mir dieses blöde Orb geholt habe. Okay, nice. Kate hat mittlerweile hier Angel. Ist schon fast full equipped. Platz für ein Item hat sie noch. So, Momo hat Sphere, Angel ist auch raus.
Go, go, go! Well played. So, den Inhalt holen wir uns. Finishen, ja, können wir glaube ich nicht. Kassa lebt wieder. Botlane, Botlane, hu hu hu, holy shit. Hammer Creep Wave. Den verticken wir mal. Lustiges Item hier. Iceborne. Viele kaufen sich als richtige AP-Zone vielleicht hier Lichtblane. Aber ich brauche Mana. Dann Pink Homo Attacks. Wir könnten Nächer machen. Dummerweise haben wir keinen Pink. Good job. Kommt schon. Sei nicht so blöd jetzt. Next Inhib. Bitte. Von mir ist auch Bot. Okay, den Drachen nehmen wir noch gerne an. Platziert mal eure Wards. So, wir waschen jetzt schnell den Tower. Hoppala. Holy. Pass auf, Momo. Ich hab nicht unendlich Mana. Hör auf rumzuheulen. Wow. Nice. GG. Holy shit. Gerade noch so deffen können. Scheiße, der Gegner ist in-hip. Hier spawnt gleich wieder. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, weil der in-hip gleich wieder. Ah! Der in-hip, Motherfuckers.
Komm, den nehmen wir noch mit. Jetzt nichts wie weg hier. Mehrere Tower hier allein durch die Creeps. Weggepusht. Also unser Nasher ist dummerweise gleich wieder weg. Ich bin bald full equipped. Na? Ich würde mir gern hier noch das Item kaufen. Gotchi, ey, good job. Shoot and finish. Ja, Gegner müssen hart, sehr hart aufpassen jetzt. Den Nexus hier unten auf der Botlane könnten wir uns eigentlich holen, wenn wir alle zusammenbleiben. Wukong gerade top. Komm, Set. Und wir deffen unsere Kate. Chichi. Ajo, geben sie sogar noch auf. Gerade noch so. Super. Sona macht immer noch sehr viel Spaß, merke ich. Und ist auch noch ziemlich geil. Connection Timeout. Nun denn, ich bin dann auch mal weg. Hoffe, hat euch gefallen.